So, dann eine kurze Sache zwischendrin, und zwar so Elektrobauteile oder Bausätze, wie wir sie hier auf dem Kanal öfter mal haben, die gibt es halt eher in China als sonst wo, und entsprechend gibt es wahrscheinlich auch viele Maker, die in China bestellen. Jedenfalls viele Leute, die ich so aus dem Bereich kenne, bestellen da häufiger, und in letzter Zeit ist das ein bisschen schwierig. Klar, es gibt natürlich so ein paar internationale Sachen, gerade Logistikketten sind halt unterbrochen, und man darf nicht vergessen, Teile von China sind auch in einem sehr harten Corona-Lockdown gerade, weil die so ein bisschen höhere Zahlen haben. Und dass da Dinge nicht so toll laufen, ist klar. Aber einige scheinen die Situation auch auszunutzen oder versuchen ein bisschen rumzutricksen. Und darum soll es dann heute mal gehen. Und zwar hatten mir auch schon ein paar gesagt, dass das so abläuft. Man kriegt hier diese wunderschöne Benachrichtigung. Ja, Aktualisierung der Bestellung. Das ist jetzt von AliExpress zum Beispiel. Und normalerweise ist das eine gute Meldung. Dinge aktualisiert, also üblicherweise ist die Sendung bald da, heißt meistens halt, dass sie in Deutschland eingetroffen ist. Aber hier sollte man jetzt aktuell ein bisschen drauf gucken. Das hier waren jetzt alles Sendungen, die über die AliExpress eigenen Versanddienstleister liefen. Das heißt also Kanyao oder auch AliExpress Standard Shipping und so weiter. Da hat man den Vorteil, dass da ein Tracking dabei ist. Das heißt, wenn man in die App geht oder auf die Webseite, dann findet man da auch Infos. Und naja, häufig sieht die aktuell leider hier so aus. Your package is out for delivery, also es wird gerade ausgeliefert, üblicherweise, also dass es irgendein DHL-Boot oder so das mitgenommen hat. Und teilweise, ihr seht jetzt hier am selben Tag, kam dann schon die Meldung, Self-Pickup is required. Okay. Ja, kann natürlich mal vorkommen, dass irgendwie gerade keiner zu Hause ist oder so, keiner angetroffen werden kann, und dann wird es halt irgendwie beim Nachbarn abgegeben oder Self-Pickup in dem Fall hier üblicherweise in irgendeiner Postfiliale. Aber naja, hier in dem Fall weiß ich, dass das nicht der Fall gewesen sein kann. Ist dann schon mal so ein bisschen, wie die Tagesschau sagte, sus. Also mal weitergeguckt, online, gerade auf die Webseite oder wie gesagt in der App geht's auch. Und da sieht man hier, the shipment is available for pickup from retail outlet. Und dann irgendein HTML-Code dahinter, aber man kann schon so ein bisschen erkennen. Deutsche Post, Filiale, Verkaufspult, Punkt in dem Fall hier Bramfelder Chaussee 343 in Hamburg. So, diese Bestellung hier, das ist von jemandem, den ich kenne, der kommt hier aus meiner Ecke, also Region Koblenz. Und naja, Hamburg und Koblenz sind ein bisschen weiter auseinander. Wenn wir mal gucken, auch hier im DHL-Tracking, da kann man auch diese Nummer eingeben. Wenn wir nochmal zurückgehen, hier sieht man ja da Tracking-Nummer, der zweite Eintrag in diesem Pop-up hier. Die kann man bei DHL reinhauen und kriegt jetzt hier genauere Informationen. Und hier sehen wir auch schon zum einen ganz unten, wenn wir unten anfangen, das Ding stammt aus der VR China, also es wurde in China versendet, was schon mal interessant ist, weil die Sendung hätte eigentlich in Deutschland versendet werden sollen. Aber gut, ist dann über Niederaula, das ist so ein großer Umschlagplatz von denen, nach Hamburg gegangen. Und bei Hamburg steht, Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen. Nee, jedenfalls nicht für den Empfänger, der es eigentlich erwartet. Nächstes dann ins Zustellfahrzeug geladen, konnte nicht zugestellt werden. Und dann sehen wir auch hier ganz oben, Sendung liegt jetzt in der Filiale bereit. Wie schon eben gesagt, in Hamburg. Die Filiale kann halt nichts dafür, die kriegen die Pakete auch nur. Aber das ist schon mal alles ein bisschen, da stimmt was nicht. So, jetzt könnte man natürlich irgendwie 500 Kilometer, nee, was sind's? Doch, 500 irgendwas Kilometer bis dahin fahren und zurück. Muss jetzt nicht sein, 10 Stunden da im Auto oder gar im Zug zu sitzen, wo es wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen was dauert, um in Hamburg zu gucken, ob man sein Paket bekommt. Denn sind wir realistisch, die Wahrscheinlichkeit, dass das fehlgeleitet wurde oder sich einer da vertippt hat, ist doch eher gering. Insbesondere, wenn man ein paar Tage später nochmal reinguckt und dann steht dann hier, der Empfänger hat es aus der Filiale abgeholt. Also offensichtlich bin ich nicht der Empfänger. Also was machen wir jetzt? Ja, prinzipiell sind wir, wenn wir über AliExpress oder Ähnliches kaufen, meistens ja abgesichert. Die behaupten ja alle, sie hätten einen Käuferschutz. Also AliExpress hat einen Käuferschutz, probieren wir das doch einfach mal aus. Was man dazu aber braucht, ist natürlich irgendwie ein Nachweis, dass man selber nicht der Empfänger ist. Und das ist schwierig, denn naja, für AliExpress, wenn die ins Tracking gucken, ging in eine Filiale, hat der Empfänger abgeholt. Und hier ist das große Problem, dass wir halt nicht sehen, wer ist denn der Empfänger. Man kann aber einen kleinen Trick machen. Und zwar gibt es den Nachforschungsauftrag von DHL-Paket.
Der ist leider nur auf Deutsch verfügbar. Das Tracking kann man nicht auf Englisch umstellen oder hier die Seite, aber immerhin. Hier gibt es zwei Sachen, die man eingeben muss. Wir sehen Sendungsnummer und Postleitzahl des Empfängers. Wenn wir die eingeben, die Sendungsnummer aus dem Tracking und die Postleitzahl, die man als Empfangsadresse hinterlegt hat, dann sieht das hier so üblicherweise aus. Die Postleitzahl stimmt nicht mit der des Empfängers überein und ist zumindest mal ein sehr guter Hinweis, dass das halt gefälscht ist. Davon am besten schon mal Screenshots machen und dann auf die Jagd gehen. Aber vorher schon mal Hinweis, es kann immer mal wirklich ein menschlicher Fehler sein, dass da einer die falsche Tracking-Nummer eingetragen hat oder so. Also meistens ist es ein guter Ton, wenn man dem Händler zumindest mal eine Chance gibt, das noch gerade zu ziehen. Man hat ja meistens irgendwie, ich glaube, es waren irgendwie 8 Tage oder so, nachdem es angekommen ist laut Tracking, dass man immer noch seine Beschwerde einreichen kann bei AliExpress. Deswegen schreibt mal den Händler an. Vielleicht löst er das direkt, dann habt ihr weniger Stress. Wurde hier gemacht. Einfach kurze Beschreibung. Hi, Paket kam in Hamburg raus. Das ist nicht da, wo es hingehört. Gibt es da eventuell ein Problem im Tracking? Guckt mal nach. Naja, die Antwort war ein Textblock, der nichts damit zu tun hat. Und ehrlich gesagt, das ist leider auch häufig der Fall. Also ich glaube, von den Sachen, die ich jetzt gehört habe, da war es irgendwie so bei vielleicht 10-20%, wo der Händler wirklich reagiert hat und dann das auch gerade gezogen hat. Beim Rest war leider entweder gar keine Reaktion oder halt sowas hier. Naja, also bleibt dann nur die Beschwerde, der sogenannte Dispute. Dazu geht man auf die AliExpress-Webseite oder in die App, und zwar in die Details von dem Ding, was man gekauft hat. Wir gucken, hier haben wir nochmal die ganzen Infos, Expected Delivery Date, wir sehen auch Logistics Provider DHL, was natürlich hier in dem Fall ein sehr großer Vorteil ist, weil wir diese ganzen Tracking-Daten haben. Aber wie gesagt, bei den meisten Sachen sind die aber auch dabei. Und wenn wir unten gucken, da gibt es den Button rechts Open Dispute. Den muss man klicken. Klickt dann Refund Only, denn naja, zurückschicken ist halt schwer, wenn man es nie bekommen hat. Und danach gibt es so ein Formular, wo man ein paar Sachen ausfüllen muss. Did you receive the item? Nein, habe ich nicht. Und Problem üblicherweise ist Logistics Tracking Problem mit No Tracking Information, das, was man angibt. Es gibt leider kein Incorrect Tracking Information, deswegen erstmal so. Refund Amount ist, wie viel man zurückhaben möchte. Ich glaube, standardmäßig ist sogar der volle Kaufpreis mit Porto eingetragen. Und dann muss man, write your request in detail. Muss man aber aufpassen, beim Detail sollte man sich kurz fassen, denn man hat nur, wie es da unten steht, 512 Zeichen. Aber ihr seht hier, hier wurde dann irgendwie zusammengeschrieben, nochmal dieses ganze Hi ist in Hamburg rausgekommen. Die Tracking-Nummer passt nicht zu meiner Postleitzahl. Wenn man hier im Tracking guckt, das stimmt alles irgendwie nicht. Plus wichtig, die Screenshots nochmal anhängen. In hier dem Fall ist es das Tracking, die Info von der Nachverfolgungsseite und dann nochmal irgendwie eine Karte wurde mit hochgeladen, wie weit es bis Hamburg ist. Ja, das kann man dann abschicken. Dann steht jetzt hier Open the Dispute mit den einzelnen Schritten. Das heißt also, der Händler hat jetzt ein paar Tage Zeit, darauf zu reagieren. Insgesamt sind es 5 Tage. Genau, 5 Tage hat der Händler Zeit, da selber irgendwie aktiv zu werden. Die meisten gehen hin und sagen dann, okay, komm, hier hast du dein Geld zurück. Denn, je weiter das eskaliert, desto mehr Minuspunkte bekommen die Händler. Hier für das Dispute eröffnen kriegt der Händler schon einen auf den Deckel sozusagen, also virtuell auf den Deckel, bekommt auf jeden Fall Minuspunkte. Und die meisten, die sind jetzt dann nicht so begeistert davon. Das heißt, die möchten vermeiden, dass noch mehr Minuspunkte kommen, weil irgendwas nicht läuft. Wenn nach diesen 5 Tagen das nicht zu eurer Zufriedenheit gemacht wird, dann geht AliExpress dazwischen. Ist immer, ehrlich gesagt, ein bisschen Glücksspiel, aber in den meisten Fällen verstehen die durchaus, was man von einem möchte. Wenn man da, wir haben ja relativ viele Infos hier in dem Fall zusammenbekommen. Wir haben den Nachweis quasi so indirekt von DHL. Nee, das ging nicht an die Empfängeradresse mit der Postleitzahl. Das ist schon mal ein relativ gutes Indiz. Es ist leider relativ schwierig als Empfänger bei bei DHL eine weitere Info zu bekommen, weil DHL halt sagt, ja, sorry Leute, wir haben den Vertrag mit dem Absender und nur der darf eine Nachverfolgung wirklich starten. Der Empfänger ist da immer so ein bisschen hinten dran, insbesondere natürlich, wenn ihr nicht nachweisen könnt, dass ihr wirklich der Empfänger seid, weil für DHL ist halt, das Paket ging an jemand anderen, was willst du eigentlich von uns? Aber in den meisten Fällen geht es hier drüber und man bekommt das Geld zurück.
Und kurzer Nachschlag, ja, bei mir hat tatsächlich ein Händler sich gewagt und den Vorschlag abgelehnt, das Geld zurückzugeben. Leider gibt es keine Möglichkeit, bei AliExpress nochmal einen Kommentar hinten dran zu setzen, warum auch immer. Ich habe dann den Originalkommentar mal editiert und nochmal deutlich gemacht, es gibt keinerlei Nachweis, dass es irgendein Paket gab an mich, weil das Argument des Händlers war, ja, ich habe aber Portokosten gehabt. Wie gesagt, wäre für mich okay gewesen, wenn er mir einen Nachweis gegeben hätte, dass er wirklich was an mich geschickt hat. Konnte er nicht, habe also Nein geklickt und ja, wurde dann angenommen. Das heißt, Geld kommt auf jeden Fall wohl wieder zurück. Und das ist sowohl bei den Leuten, die ich jetzt so gefragt habe, als auch bei mir immer eigentlich der Fall gewesen. Von daher, der Käuferschutz scheint zumindest bisher ganz gut zu funktionieren. Trotzdem ist natürlich eine ärgerliche Situation, weil, naja, man hat Dinge bestellt, man wartet eventuell einen Monat, bis das da wirklich eine Info kommt, hier kommt nicht oder wurde in Hintertupfing abgegeben. Und ja, das ist natürlich im Zweifelsfall Zeit, die man verliert und die Preise werden halt mit der Zeit auch nicht besser. Naja, gut. Ich bestelle dann mal das Ding, was ich hatte, neu. Ich freue mich, dass mein Geld irgendwann wiederkommt und darf jetzt wohl mehr ausgeben. Naja, das sind halt die Risiken, wenn man bestellt, aber dafür ist es natürlich deutlich günstiger als im Laden und man muss weniger diskutieren mit den Menschen. Naja, gut. Ich denke, Punkt ist klar geworden. Bisschen aufpassen, gibt da aktuell wohl ein paar Leute, die betrügen wollen. Hoffen wir einfach, dass sie dafür irgendwie mal eine Lösung finden. Und letzter Nachtrag. Offensichtlich funktioniert das mit der Rückerstattung. Das heißt also, man bekommt sein Geld dann früher oder später doch zurück. In dem Fall hier hat dann der Händler tatsächlich klein beigegeben und das Ganze akzeptiert.